Weißt du, ich sag dir, ich mag ehrlich gesagt, über Politik mag ich nicht mehr reden. Ich tue mich auch gar nicht mehr ab, weil ich mag auch nicht mehr gehen. Weißt du, den Schmarrn, es gibt viel Schönes wie den scheiß Politiker, weil da, weißt du, wenn die schon liest, weil die Stimme dahinter und vorne, dann schreiben sie zum Beispiel nicht, was habe ich gelesen, dann schreiben sie eh nicht, dass die Landesbank hat ein großes Loch in den bayerischen Haushalt hineingerissen. Das ist ein totaler Schmarrn. Das stimmt ja nicht, weil ein Loch hat einen Rand. Das ist ein Wahnsinn. Nein, ich weiß schon, was ich meine. Hey. Und so geht es dahin. Ich freue mich, wenn ein schönes Wetter ist, jetzt ein Frühjahr ist. Okay. Dann gehe ich da raus. Ah, das ist schön. Ich bin ja schon froh, bald der Winter vorbei ist. Hey. Ich lese die Zeitung meistens bloß im Winter. Weil nichts anderes, was sollen sie sonst machen? Abfind, das ist, das zieht sich. Und das Papa, die zeigt da den Glühwein, sauf ich nicht. Hey, den sauf ich doch nicht, ich bin ja nicht blöd. Hey. Aber abfind, du kommst, dann ist natürlich der heilige Abend unvermeidlich. Nein? Ich hab nichts gegen Weihnachten, das ist mir das nicht. Hey, Weihnachten, mein Gott, nein. Du, ich muss dir eins sagen, Weihnachten, das einzige an Weihnachten, was mir noch eine Freude macht, das ist der Weihnachtsbock. Hey, da macht's noch ein bisschen Jingle Bells. Hey, bei mir. Was? Klingelingeling. Ja, noch ein paar halbe schon. Nein, aber das ist noch, du, das, Weihnachten, ich weiß nicht, magst du das? Nichts dagegen, aber die süße Zeug, wie da die Kekse und dann den Lebkuchen, das, ich friss nicht. Hey, sind selber fressen. Hey, da nicht ich. Warum soll ich mir eine Diabetes herfressen? Hey, wenn ich es mir ansaufen kann. Nein, geh her. Hey, weißt du, ich freue mich, wenn Lichtmess ist, bei Lichtmess, Maria Lichtmess, dann geht es wieder bergauf. Hey, und dann ist bloß noch Hupfer. Hey, dann sind wir in der Starkbier-Saison. Hey, Märzenbier, hä? Wieder, okay? Na ja, du weißt gut. Hey, und dann ist es noch nicht mehr weiter in Maibock. Nein? Hey. Nein, ich weiß nicht. Jeder ist anders, ich weiß nicht, wie du drüber denkst, aber ich bin ein Naturmensch. Hey. Ich mag nicht in der Stumme, wie die in der Stumme drin hocken, die. Ich muss aus, ich muss in die Natur. Hey. Ich muss im Biergarten. Hey. Hey, das ist freilich. Naja, im Biergarten, das ist, natürlich, ich sage aber, ich gehe im Biergarten, aber natürlich nicht übertreiben. Hey, das sage ich aber die Leute auch. Ich sage nicht hudeln, nicht skach. Hey, langsam, normal bleiben. Hey, wo ich im Biergarten gehe, ja, ich saufe mir zum André, dann saufe ich mir vielleicht einmal 1, 2, 3 Weißbier. Ganz selten 8. Freilich. Nicht, weil ich würde dann noch ein normales Bier auch noch trinken, nicht, ich gar nicht. Nein? Hey, was? Ja, erst am Abend, auf die Nacht. Hey, bei Stand ist im Biergarten, Ruhe eingekehrt ist. Hey, da hat man so, jetzt schlaft der Maikäfer. Hey, dann schenke ich mir einen Bock ein. Hey, ich mag ihn auch gern, ich sag's dir ganz ehrlich, mein Bock, ist ein Bock. Nicht? Bei Temperatur stimmt, die muss natürlich stimmen. Hey. Die Temperatur stimmt, dann legst du ihn auf, dann rührst du ihn runter, aber langsam. Hey, hey, wie ein Sirup. Ah! Hey, nein, ich mag ihn schon am Bock. Ich mag ihn. Weißt du, beim Bock, da weiß ich, da habe ich meine 8%. Hey, die kriege ich bei keiner Sparkasse. Was heißt das? Das ist doch. Hä? Ja, Das Einzige, was ich heute halt Leute sage, geh ruhig im Biergarten und sauf dein Bier. Okay? Aber eins muss man glauben, nimm einen Glaskrug und keinen Storkrug. Okay? Glas. Okay? Weil bloß im Glaskrug siehst du, was drin ist. Okay? Im Steinkrug nicht. Okay? Nicht, dass der geht, wie es mir widerfahren ist. Okay? Ich bin im Biergarten drin, okay? Mit einem Storkrug. Okay? Musik spielt, schön gespielt, schön konzertant. Okay? Was haben sie gespielt? Pass auf. Schöne Sachen, ein Prosit der Gemütlichkeit, also schöne Sachen. Okay. Ich ziehe an, okay, ich trinke quasi, okay, und auf einmal habe ich so einen Schlader im Hals.
Hey, so ein Schlimm. Hey, so ein, wie man sagt, bei uns so ein Gleiche. Nein? Ich hab mir gar nicht gesehen. Nein? Ich hab nicht gesehen. Heute halt da herin, so ein Auswurf. Nein? Haben wir auch so. Was? Ja, der Lungenhering. Also, ja, das ist ja wurscht. Hey? Ich habe ihn nicht gesehen. Hey? Jetzt ist mir der mir anonyme Hering, hey? Mir ein Millimeter ist mir der Batz mein eigener Hals abgegrabet. Hey? Wie der Schnecken. Hey? Und das zirkt sich, bis der untag kommt. Hey? Freilich ist das unappetitlich. Gell? Ich hab noch den Schnaps gesoffen. Was hast du an? Ich hab schon die einmal gesoffen. Gell? Hat aber nichts geholfen. Gell? Im Gegenteil, ich krieg, du pass auf, ich krieg eine Mumpfeile. Das muss ich jetzt hier nicht erzählen. Gell? Mumpfeile, das ist so grausig. Das muss man nicht. Das erspare ich dir, weil das ist grausig. Gell? Ich hab aus dem Maul rausgestunken, wie aus dem Abort. Das war ja, nein. Ich hab mir nur gedacht, was wollen denn die Fliegen alle bei mir? Das war, nein. Hey, was wollen die? Jetzt hab ich schon gewusst, ich muss zum Doktor gehen. Hey, muss den Doktor führen gehen? Ja, wo geh ich? Ich geh zum alten Rostascher. Der Doktor Rostascher, der praktiziert da vorne. Jetzt bin ich zum alten Rostascher, für den war der nicht da. Hey, dann war der nur ab, der war in, sagst du, in der Kanischen Republik. Hey. Fragst du, was wollen der alte Affe auf seine alten Tagen in der Kärnischen Republik? Okay? Aber er hat einen jungen Doktor gehabt, einen jungen Assistent, okay? Einen Assi aus der ehemaligen Däderei. Nein, aus der, ein Ossi, okay? Der Assi war ein Ossi. Okay? Jetzt habe ich ihm mein Wehdampf erzählt, habe ich gesagt, Doktor, hör zu, okay? Wie es war. Ich habe es so geschildert, okay? Ich bin im Biergarten drin, ziehe an, okay? Und auf einmal habe ich einen Auswurf da herin. Okay? Ich habe ihm auch gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Okay? Farblich kann ich Ihnen nichts sagen. Ich kann bloß vermuten, vielleicht war er grün, vielleicht war er, was? Ja, ins Ocker gehen, das weiß ich nicht. Okay? Entzieht sich meine Kenntnisse. Okay? Jetzt pass auf, weißt du, was der zu mir sagt? Na, das musst du aber auch machen, okay? Dann sagt der Kerl, jung noch, gell, sagt er zu mir, das kenne ich schon. Also, wo ist denn das hergehen, Doktor? Hey, das ist ja doch eine der Freiheit. Hey, die wollen ja bloß noch operieren. Sagt der Kerl frech, gell, zu mir, sagt er, das kenne ich schon. Wer sagt er, der Auswurf ist die Auster des kleinen Mannes. Hey. Ja, so ein Arschloch, gell, also sagen wir nicht besser. Hey. Und jetzt bin ich mit dem wieder vereinigt. Naja, es ist ja wurscht. Nein. Ich sag's nicht. Aber komm, scheiß drum, okay? Trink dein Bier, geh im Biergarten. Geh ruhig im Biergarten, sauf dein Bier, okay? Aber merkt ihr das auch nicht. Keinen Storkrag nehmen. Nur Glas, okay? Nur im Glas siehst du, was drin ist. Da hast du eine Transparenz, okay? Und wenn du siehst, dass oben im Schaum ein Lungenhering herumschwimmt, dann kannst du nur noch rechtzeitig oben herausfischen. Okay? Also, hat mich gefreut, dass man sich einmal nett miteinander unterhalten hat. Okay? Und nicht über diese Scheißpolitik. Ja.